Unser nächster 5-Minuten-Gute-Ideen-Vortrag kommt von Clarice Weischedel, die Innovationsberaterin ist und mit ihren Kollegen eine Veranstaltung, einen Kongress für die Unternehmen in der Region organisiert. Und worum es genau da geht und was es damit auf sich hat, erzählt sie uns jetzt selbst. Dankeschön. Hallo, guten Abend. Genau, ich möchte gerne die Konferenz Mittelstand 4.0 vorstellen, die nächsten Februar in Darmstadt stattfinden wird. Und zwar haben sich ITV Work und auch die Industrie- und Handelskammer als Aufgabe gesetzt. Und zwar haben sich ITV Work und die IHK als Aufgabe gesetzt, kleine und mittlere Unternehmen, also mittelständische Unternehmen, bei der digitalen Transformation und Industrie 4.0 zu unterstützen. Und diese Konferenz ist eben ein Instrument dazu. Der Mittelstand in Deutschland, das sind kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern. Zum Teil werden auch Familienunternehmen dazu gezählt, die auch schon große Konzerne sind, einfach weil sie soziologisch klein und nicht wie Konzerne wirken. Dieser Mittelstand, der stellt 99% der Unternehmen in Deutschland dar. Er erwirtschaftet 30% des Umsatzes und ist Arbeitgeber für 60% der Beschäftigten in Deutschland. Ist also ein sehr wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Und üblicherweise werden ihm eben Qualitäten zugesprochen wie innovativ, flexibel, sozial gegenüber Mitarbeitern. Also für Deutschland ist es eigentlich üblicherweise ein etwas Gutes, was nach außen auch als Abgrenzung zu anderen Ländern dasteht und alles andere ist als ein Sorgenkind. Jetzt gibt es aber kursiert seit 4-5 Jahren das Konzept Industrie 4.0 in Deutschland. Am Anfang, also vor 4-5 Jahren etwa, als es aufgekommen ist und man gefragt hat, was ist das eigentlich, dieses Industrie 4.0, hat man oft Definitionen wie diese hier bekommen. Und zwar Industrie 4.0 ist eine neue Art der wirtschaftlichen Produktion, die durch eine durchgängige Digitalisierung und die stärkere innerbetriebliche sowie überbetriebliche Vernetzung geprägt ist. Und wenn jetzt ein Unternehmer irgendwie mit seinen 30 Mitarbeitern, die er schon ewig kennt und die zusammen irgendwie Kunststoffteile fertigen, die total toll im Team zusammenarbeiten und das auch super gut machen und erfolgreich sind, das liest oder hört, dann denkt er sich meistens erstmal, aha, und was hat das mit mir zu tun überhaupt? Dementsprechend wurde dieses Thema oft, also am Anfang von Mittelstand ganz gut ignoriert und als irgendwas abgeschrieben, was große Konzerne vielleicht angeht, aber sie selber nicht. Und jetzt so seit 1-2 Jahren schreit die Politik und die Wirtschaft, oh je, unser schöner guter Mittelstand hängt hinterher bei Industrie 4.0. Wir müssen was tun. Jetzt hört der Mittelstand auch ein bisschen zu und denkt, ja gut, vielleicht geht es mich doch was an und Gott sei Dank ist in den letzten Jahren auch einiges passiert und man redet weniger über diesen großen Begriff Industrie 4.0 und mehr über kleine Aspekte davon, wie zum Beispiel die digitale Fertigung, die im FabLab gezeigt wird oder Cloud Computing oder Big Data, Smart Services, Virtual Reality, all diese Sachen und da kann man sich nicht immer, aber oft dann ein bisschen mehr darunter vorstellen als mittelständisches Unternehmen. Ganz angekommen ist es aber trotzdem nicht. Und zwar ganz grob pauschaliert reagieren eigentlich mittelständische Unternehmen, die zu uns kommen, mit 4 Haltungen gegenüber diesem Thema. Die einen sagen, ich brauche ich nicht, kann ich schon. Das kann einerseits resultieren daher, dass sie es wirklich schon können und super gut sind, dann brauchen sie auch unsere Hilfe nicht. Oder sie haben sich einfach noch nicht damit beschäftigt oder es liegt an Selbstüberschätzung und dann ist es ein bisschen ärgerlicher. Andere haben eher das Problem, dass sie nicht einschätzen können, ist das jetzt für meine Branche und mein Unternehmen wirklich ein wichtiges Thema. Also ein Dampfschiff quasi, was ich nicht verpassen darf, eine technologische Revolution. Oder ist es ein abstruses Forschungsthema, was mich eigentlich nicht weiter belastet, so wie Stringtheorie. Andere sagen wiederum, wie soll ich überhaupt anfangen, selbst wenn das jetzt wichtig für mich ist, wo und wie mache ich das? Und das vierte Thema ist eigentlich, was alle was angeht, dass es ein Thema ist, was branchenübergreifend ist, IT, Maschinenbau, Unternehmensstrategie, Automatisierung und dass man es alleine eigentlich nicht in den Griff kriegt. Also ITler und Maschinenbauer reden nicht gern miteinander, haben wir gerade schon gehört und das funktioniert eben in diesem Thema nicht gut. Diese 4 Aspekte wollen wir in der Konferenz Mittelstand beleuchten oder zumindest die Unternehmen dabei unterstützen, das abzugrenzen. Und zwar wollen wir einerseits Beispiele von vor allem vielen kleinen Unternehmen geben, die diese Industrie 4.0 schon für sich genutzt haben und einen Mehrwert daraus gezogen haben. Und wir werden die effiziente Fabrik der TU Darmstadt besuchen oder besichtigen lassen. Die Frage, was ist jetzt Forschungstrend oder Forschungsvision, was ist wirklich schon machbar, werden wir in einem Forschungsblitzlicht mit Elevator Pitch darstellen. Methoden, wie man an das Thema rangehen kann, also wie erarbeite ich eine Digitalisierungsstrategie,
werden wir in Workshops vermitteln. Und letztendlich diese Frage der, wie finde ich die Partner, die mir dabei überhaupt helfen, werden durch IT for Workers Unternehmensnetzwerk, Netzwerk, die IHK und die HWK und Hochschulen eben auch abgebildet. Wie gesagt, ist diese Konferenz nur ein Werkzeug in unserer Unterstützung von den Unternehmen und viele dieser Aspekte werden auch vor allem in dem Mittelstandstechnologiezentrum Industrie 4.0, was bald in Darmstadt existieren wird, abgebildet. Das ist nochmal ein eigenes großes Thema, das hat hier keinen Platz. Genau, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, ich sehe einige von euch bei der ConM 4.0 im Februar. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr später auf mich zukommen. Jawohl, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag.